Guten Abend, liebe Gäste. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz des Spiels Nummer 4 zwischen den Heilbronner Falken und den Steelers aus Bietigheim. Endergebnis 4:5 in der 77. Spielminute, erste Verlängerung. Ich begrüße ganz herzlich beide Trainer, zu meinen rechten den Gästetrainer aus Bietigheim, Kevin Godet, und zu meiner linken den Trainer der Heilbronner Falken, Gerhard Unterlugauer. Kevin, ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute Abend. Was sagen Sie zum Spiel? Ja, schönen Abend. Was sage ich zum Spiel? Wow, das ist wirklich Playoff-Derby-Eishockey. Und ganz ehrlich, das ist schade, Mannschaft muss verlieren, weil beide hat eigentlich verdient Punkt, wenn man könnte sagen, aber im Playoff gibt es keinen Punkt. Ja. Und die Momentum hat gewechselt, von wir war 2-0 vorne und Heilbronn war 2 Tore vorne. Einfach alles. Natürlich bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben nicht aufgegeben mit 6 Minuten zu spielen und einen Weg gefunden, natürlich in Verlängerung zu geben. Und in Verlängerung, wir waren sehr konzentriert und wir haben einen Weg gefunden, natürlich das Spiel zu gewinnen. Sehr glücklich natürlich. Aber am Ende, wir wissen auch, ich weiß, dass die 4. Spiele ist immer die härteste. Und ich erwarte das schwerste Spiel am Freitag. Dankeschön. Kevin, heute Abend 5 Tore in Über- oder Unterzahl und spezielle Mitteldrittel, 32. Minute, war sehr emotional mit großen Strafen auf beiden Seiten. Haben die Strafen heute Abend das Spiel mitentschieden? Ja, keine Frage. Ich denke, beide Mannschaft nimmt zu viel Strafe. In Playoffs ist es schwer, keine Strafe zu nehmen, aber du gewinnst nicht in die Strafbank. Ja, es ist so schwer und das hat uns wirklich gekostet. Wie gesagt, wir haben Glück, dass wir einen Weg gefunden haben, zurückzukämpfen und das Spiel zu gewinnen. Ganz herzlichen Dank, Kevin Godet. Gerhard, 4:2 geführt, im letzten Drittel leider das Spiel nicht nach Hause gebracht. Was sagst du zum Spiel? Naja, gratuliere erst einmal, Kevin. Erstes Drittel war wieder Bietigheim, die dominierende Mannschaft. Die haben sehr viel Druck gemacht. Wieder glücklich, eigentlich nur mit einem 2-1-Rückstand in die Kabine. Ich glaube, im zweiten Drittel sind wir sehr gut rausgekommen. Da waren halt viele Strafen. Ja, es war ein bisschen zerhockt. Dann war es 4-2 vorne, 5 Minuten vor Schluss, individuelle Fehler, wie schon im ersten Spiel, und so kann man kein Spiel gewinnen. Speziell die Strafe, die Fink gezogen hat in der 59. oder kurz vor Schluss, dann, wo auch das Tor dann fiel. Was hast du da gesagt in der Kabine dann? Naja, was soll man sagen? Ich glaube einmal, dass im Eifer des Gefechts, ich will nur keinen vorwerfen, dass er Strafen absichtlich nimmt, und er hat weggecheckt, ja, aber halt ein bisschen unglücklich, übermotiviert, da sehe ich jetzt auch nicht so das Problem. Für mich sind eher andere Strafen, so wie irgend so ein eingebürgerter Poppendeckel führt dann 20-Jährigen quer übers Eis über den Haufen. Ich meine, das sind Strafen, das muss ich sagen, okay, das wollte er, und das, wie gesagt, so eine Sachen dürfen nicht passieren, aber so andere Sachen, so hocken und kleine Halten oder Beinstellen in Zweikämpfe, das passiert. Gerhard, herzlichen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Marc? Dennis Halger ist verletzt raus. Du hast ihn wiedergebracht, hat noch ein paar Shifts gemacht. Denkst du, dass er am Freitag wieder fit ist? Oder? Dennis Halger ist verletzt vom Eis, kam dann wieder, hat dann noch ein paar Wechsel gefahren. Wie sieht es für Freitag aus? Keine Ahnung, ich bin gerade von der Bank runter. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, nichts gehört von der medizinischen Abteilung. Ich weiß auch nicht, wie es mit Timmy Bernhard, wie es mit denen ausschaut. Wie gesagt, ich habe jetzt noch keinen gesprochen. Jetzt müssen wir schauen, wie die Situation ist. Weitere Fragen? Die Frage an Kevin Godet. Sie haben den Frederik Cabana sehr früh verloren. 29. Minute. War er heute übermotiviert? Ich habe schon gesagt, Playoffs sind schon sehr hart, aber wenn es ist Derby-Playoffs, Provokation passiert. Und der Mann, das Freddy hat einen Körpercheck gegeben, hat etwas gesagt und gemacht vorher, er war sauer und er hat bezahlt. Vielen Dank, Kevin. Gibt es weitere Fragen?
Gut, dann gebe ich gerne noch die anderen Spiele des Playoff-Viertelfinalspieltags von heute Abend durch. Bad Nauheim verliert nach Verlängerung gegen Kaufbeuren mit 2:3. Kassel verliert zu Hause gegen Frankfurt mit 2:5. Grimmitschau verliert zu Hause gegen den SC Rissersee mit 2:5. In den Playdowns verliert Bad Hölz gegen Freiburg mit 3:4 in zweiter Verlängerung. Und Bayreuth verliert gegen die Lausitzer Füchse mit 1:2. Ich danke ganz herzlich beiden Trainern, Kevin Godet und Gerhard Unterlugauer, für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Unseren Gästen wünsche ich eine gute und zum Glück kurze Heimreise. Ihnen allen einen guten Nachhauseweg. Unserer Mannschaft drücken wir die Daumen für das nächste Spiel am Freitag auswärts in Bietigheim. Spielbeginn 19:30 Uhr am 23. März. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.